Hallo, liebe Gartenfreunde, und willkommen hier auf meinem Balkon. Also mal nicht im Garten, sondern auf dem Balkon. Jedenfalls so, wie er noch im letzten Jahr aussah, bis es nämlich bei uns leider gebrannt hat. Ihr könnt schon sehen, wirklich recht liebevoll gestaltet das Ganze. Schön grün, bisschen Deko, Pflänzchen und so weiter. Auch ein kleiner Steingarten und ein Kübel hier mit Erdbeeren. Tja, und dann hat es gebrannt. In der schönen Ecke, der Tisch ist explodiert, das Plaste ist unten weggeschmolzen, dort wo die Erdbeeren drin waren, alles schwarz, der Sichtschutz hier verbrannt. Tja, keiner weiß warum, aber auf jeden Fall haben wir dann dieses Jahr, nachdem alles repariert wurde und auch die Fassade vom Haus neu gemacht wurde, weshalb wir 2 Monate lang den Balkon gar nicht nutzen konnten, haben wir jetzt endlich wieder begonnen. Und zwar natürlich als erstes mit dem neuen Sichtschutz. Unten ein neuer Rasenteppich, leider etwas klein, aber naja, es reicht. So, einen neuen Tisch habe ich gekauft, nämlich genau denselben wieder. Die Stühle sind zum Glück unversehrt geblieben. Und dann haben wir da oben einen schönen Kräutertopf. Da haben wir vorne Zitronenmelisse, daneben haben wir Schnittlauch und hier haben wir dann Majoran, also alles aus dem Garten hochgeholt, auch die Pfefferminze hier und dann haben wir hier noch ein Süßkraut, aztekisches Süßkraut. Ja, noch ein paar Kerzen, wir haben Gläser hingestellt zur Deko und dann geht es auch schon weiter. Hier rechts haben wir einen kleinen Kasten mit 2 Sorten Chilis. Das sind so eine bunten, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die heißen. Und das sind ganz normale rote Chilis. Hier sieht man auch schon, wie die wachsen. Das sind 2 lilane, die wachsen nach oben. Also die hängen nicht, sondern wachsen nach oben. Da oben haben wir einen Kasten mit Geranien. Der hängt außen. Rot, rosa, pink und weiß da hinten noch. So, dann hier rechts einen alten Grill, den haben wir nochmal schön angemalt. Hatten wir damals auch schon mit ein paar Steinpflanzen. Ja, das ist aber noch nicht ganz fertig. Da kommen noch ein paar dazu. Dann habe ich hier rechts eine Pflanztreppe, nenne ich sie jetzt mal, gebaut. Da kommen dann ein paar Gemüsepflanzen hin, wie zum Beispiel hier oben die 5 Tomaten. Die habe ich alle vorgezogen im Gewächshaus. Die sind mir aber damals, also vor ein paar Wochen, leider so ein bisschen abgebrochen. Aber ist nicht schlimm, ich konnte sie retten. Die sehen alle noch recht gut aus. Und hier oben die eine hat auch schon Blüten. Das heißt, die ersten Tomaten kommen bald. So, dann haben wir hier unten auch noch 3 andere Pflänzchen. Und zwar hier eine Zucchini aus meinem Garten, die leider etwas schlimm aussieht. Aber ich denke mal, die wird. Dann noch eine Paprika, eine gelbe. Und hier ein schönes Gürkchen, auch aus dem Garten und hat auch schon Blüten. Mal gucken, wann die Gurken kommen. So, sieht das Ganze dann aus. Noch ein Kasten mit Geranien, dieselben Farben wieder, rosa, pink, dann eine weiße und jetzt müsste noch die rote kommen. Ja, könnte sie sein. Und dann haben wir hier noch eine goldene Himbeere. So habe ich es jedenfalls gekauft, aber tja, Gold sieht irgendwie anders aus, denke ich jedenfalls. Naja, schmecken tun sie trotzdem. Und ja, zu guter Letzt noch ein paar kleine Deko-Dinger, was auch immer, Schmetterlinge, ein Papagei davor. Die sind alle auch noch übrig geblieben von damals, zum Glück nicht dem Feuer zum Opfer gefallen. Hier noch ein dicker Käfer und ein kleiner Schmetterling. Und damit war es das auch schon. Das war mein Balkon, wie wir ihn wieder hergerichtet haben, nach dem Brand, nach der langen Wartezeit durch die Bauarbeiten draußen. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch einen Kommentar, lasst ein Däumchen da, abonniert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, denn auch hier wird es Balkonrundgänge geben. Also, ciao.